So, okay. Thank you for coming. Thank you. And it's a pleasure for me to sit next to you and to feel the warmness which you transmit. I love it when you're touching me. Yeah. I go crazy when you're touching me. Arad in Westrumänien. Hier sucht Walter aus Berlin nach der perfekten Frau. Partnervermittlerin Antoinette soll ihm dabei helfen und ist mit dem gebürtigen Bayern verabredet. Denn der hat heute etwas ganz Spezielles geplant. Hallo Antoinette, hier bin ich. Ich grüße Sie. Ja, hallo. Das ist Wahnsinn. Hallo Diva. Lass dir mal grüß Gott sagen. Servus, meine Liebe. Ja, grüß dich. Hallo. Wir beide werden heute ein kleines Abenteuer erleben, weil wir beide werden mal auf Frauenfang gehen. Und du wirst mir bitte dabei helfen, ja? Okay? Ein Hund ist ja ein Frauenmagnet. Wenn man mit dem durch die Fußgängerzone geht, dann kann man auf ganz unverfängliche Art ganz leicht die eine oder andere Frau ansprechen. Oder man zieht auch die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich. Ich habe ja einmal hier auf der rechten Seite den Beutel für die Hundeleckerli. Gut, ich habe aber auch Frauenleckerli dabei. Frau, was das, hast du da? Das sind Kussherzchen. Und wenn ich eine Frau kennenlerne oder wenn sie zum Beispiel, kann ja sein, dass ich mal irgendwo hin muss, austreten oder so, dann habe ich als Dankeschön für die Frau ein Kussherzchen. Wollen Sie mal eins versuchen? Nein, danke schön. Nein? Nein, danke. Es erzeugt einen Kusswunsch. Nein, ja? Nein. Nein. Versuchen Sie es halt mal. Nein. Ja, dann esse es ich. Mhm. Schauen Sie, kann man so richtig schön zerkauen. Die Glucose verteilt sich im ganzen Mund und schon möchte man jemanden küssen. Das, glaube ich, kommt nicht so gut an bei den Frauen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Frau auf die Straße diesen Herzen einfach so in den Mund stecken lässt von Walter. Hoffentlich andere Geschenke haben Sie nicht dabei. Nein, 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 diesmal nicht. An unbekannte Frauen in der Fußgängerzone nicht. Nein, nein, nein. Also vielen Dank und bis später. In einer Stunde treffen wir uns wieder hier, gell? Genau. Tschüss. Okay, Walter, tschüss. Wiederschauen. Mit Hilfe von Antoinettes Hündin Diva will Walter im rumänischen Arad auf offener Straße Frauen kennenlernen. Und dabei ist der gebürtige Bayer um keine Ausrede verlegen. Hello, I'm sorry. I look for a shop to buy him something to eat. You know where I can find such a shop? No, I'm not so sure about, but I think if you go straight away, you will find it. Yeah? Yeah, but you can ask another people. Would you like to show me? I think it's too far. Okay. There, around the corner, to the left side? Or? Yeah, you can go around the corner. Yeah, okay, yeah. Thank you. Yeah, sure. Bye. Na, siehst du, Diva, das war doch schon mal eine ganz gute Indikation. Hübsche Frauen gibt es hier mehr als genug. Doch gehen die Walter und seinem Kussherzchen auf den Leim? Hallo. You like dogs? Yes. Yeah? Much. He is a French dog. But he is very, very good person. Sitz, Diva, komm, sitz. No, I just closed. Ah. So, if you close, you can go with a coffee, to a coffee, to have a coffee. No, with me. I bring this water. For swimming? Yes. Look, a sweet. No? No. Would thank you like you. To have it? No, no. It's very good. No? Okay. So, thank you. Bye bye. You're welcome. Bye bye. Das war wohl nichts. Schuld ist natürlich der Hund. Bei dem Hund, wie die Steve ist, weiß man auch nicht, ob eine Frau vielleicht sogar Angst vor dem Hund hat, weil er doch ein bisschen kläffend wirkt und so übermäßig gehechelt hat. Das ist kein Schoßhund, wo die Frauen sagen, darf ich den mal streicheln oder ist der aber süß oder so. Ja, Diva, besonders hilfreich warst du noch nicht. Du hast mich noch nicht so gut unterstützt in der Suche nach Frauen. War vielleicht der falsche Mann mit dem falschen Hund an dem falschen Ort. Aber sowas kann passieren im Leben, es gibt Schlimmeres. Weißt du, Diva, es gibt einen Film, der heißt Schlaflos in Seattle und ich glaube, wir beide heißen Erfolglos in Arad. Ja, ich verstehe dich ja, meine Liebe, du Arme. Unweit vom rumänischen Arad auf einem romantischen Weingut hat Walter aus Berlin sein nächstes Date geplant. Die Dame kennt der 55-Jährige bereits von Fotos und ist hellauf begeistert.
Walter kann es kaum erwarten. Die Mata ist meine absolute Favoritin und ich habe deshalb einige ganz wichtige Sachen berücksichtigt, über die andere Leute vielleicht lächeln wollen. Das erste ist, dass wir jetzt am dritten Urlaubstag sind. Der dritte Urlaubstag ist erfahrungsgemäß der Tag, an dem die Erholung anfängt. Das zweite ist, dass heute Vollmond ist, da fallen die Haare besonders gut. Und dann habe ich mir an der Rezeption mein Tageshoroskop aus der Zeitung vorlesen lassen. Es war auch sehr positiv. Also es sind eigentlich drei Voraussetzungen da, die das Date eigentlich erfolgreich machen müssten. Und hier kommt sie. Martha, 40 Jahre alt, Ärztin aus Timișoara. Was mir gleich sehr positiv aufgefallen ist, dass die Martha wunderschöne blonde Haare hat. Und jetzt kommt eine Besonderheit. Ich hatte noch nie eine vollblonde Freundin. Sie sieht ja aus wie eine Skandinavierin. Und mir kam es so vor, wie wenn ein Engel vom Himmel runtersteigt, weil sie sah so geschmeidig aus, so weich ihr Gesichtsausdruck. Walter ist hin und weg. Guten Abend. Hi, Walter. Guten Abend, Antoinette. Guten Abend. Wen haben Sie Schönes mitgebracht? Ihre Hallo, Martha. Hallo, Walter. My name is Walter. Mein Thank you for coming. I have prepared a surprise for you and an action with which we will do together. Mm-hmm. And I would like to invite you to come in. Thank you. One moment. Walter, ich bin schon weg. Ich habe noch wirklich? Einen anderen Termin. Ja. Das ist aber sehr nett, Antoinette. Vielen, vielen Dank, dass Sie mir so einen Engel vorbeigeschickt haben. Ja, das wollte ich. Ich bin ja ganz begeistert. Dankeschön. Tschüss, Wiederschauen. Ciao, ciao. Can I offer you my arm? Yes. Die Martha hat erst mal ein Strahlen in mir hervorgerufen, wo also das ganze Gesicht ganz locker und leicht wird, so wie wenn hier eine sanfte Creme aufgetragen worden wäre oder wo deine Seele gestreichelt wird, und habe so dieses angenehme Gefühl bekommen, so wie wenn du jetzt eine Ganzkörpermassage bekommen hättest und eigentlich nur noch wie auf Wolken schwebst. Salute. Salute. Es gibt ja diese alte Regel der Psychologen, die sagen, man hat eigentlich nach 30 Sekunden den anderen so abgecheckt, dass man schon weiß, ist er ein möglicher Partner oder nicht. Ich glaube, dass bei uns beiden diese 30 Sekunden sehr positiv vorbeigegangen sind und der eine dem anderen schon mal dieses Zeichen gegeben hat, ich lasse dich gerne ein bisschen näher kommen. Ein adevărat gentleman. Walter ist ein echter Gentleman, ein lieber Mensch. Alles, was eine Frau sich wünschen kann. Ein sehr galanter Mann. Foarte politicos. You have nice face. Yes, thank you. And your face shows that you are very heartful. Mm-hmm. You transmit a warmness, a charming personality. Walter weiß einfach, was Frauen hören wollen. So, okay. Thank you for coming. Thank you. And it's a pleasure for me to sit next to you and to feel the warmness which you transmit. I'm not a man who is cool. Mm-hmm. I don't want to be cool because I'm full of feelings. Mm-hmm. This is me. Yes. So, Martha, cheers. Cheers. Salute. Salute. So, Martha, if you want to take a bottle of wine to your home, I have a special present for you. If you would like to open it, but please, yes, very, very carefully. Oh. Yeah, please, mm-hmm. It's for you. With all my dedication. Thank you. Walter und seine Geschenke. Immerhin scheint Ärztin Martha Walters Hingabe zu gefallen. It's very interesting. Yeah? Yeah. It's a wine thermometer. Yes. Yeah? So very that nice. You become a wine specialist or a sommelier. Yeah? Passend zum Weingut habe ich natürlich der Martha ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht, nämlich ein Weinthermometer.
nicht einfach so. Thermometer ist ja auch ein bisschen schwierig zu transportieren, sondern es war in einem schönen Holzkästchen drin. Und in diesem Holzkästchen war noch ein sogenannter Frauenkorkenzieher drin. So you put this here and now you only turn it around. No, other side. Ja, okay. Hier? Ja. You see how easy it is. Oh. It's very easy. Mm-hmm. Especially for ladies. Because, it's very easy. Yeah. You see? Yes. Sie kennen ja das beim Italiener, wenn Sie einen Wein trinken, wo der Kellner ganz geübt reingeht und richtig drückt und es dann rauszieht. Ja, das kann ja eine Frau nicht machen. Auch wenn sie emanzipiert ist, soll man ihr eigentlich nicht zumuten. Es soll ja für sie etwas Leichtes sein und kein Kraftakt, die Weinflasche zu öffnen. Did you like it? Yes. Yeah. Yes, very much. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich erkannt habe, dass in diesem sanften Vorgespräch, in diesem Weintasting, diese Atmosphäre, die dann da war, die Martha zu mir auch in dieser kurzen Zeit ein Vertrauen aufgebaut hat. Und das heißt, sie hat gemerkt, ich vertraue dem Walter, der führt mich jetzt hier nicht aufs Glatteis. Der will mich auch jetzt hier nicht in die Pfanne hauen und mir irgendwas bieten, was mich vielleicht als Frau total verunsichert würde oder mich bloßstellen würde. Doch Wahlberliner Walter hat noch eine ganz besondere Überraschung für seine Martha geplant. In der heutigen Zeit presst man ja den Wein, aber in den vergangenen Jahrhunderten haben die Weinbauern das mit den Weinpressen nicht so richtig hinbekommen. Die waren immer so stark, dass man den Wein zu sehr gepresst hat. Deshalb kam man auf die Idee, den Wein leicht treten zu lassen, denn es soll ja nur der beste Teil vom Saft aus den Trauben rausgepresst werden. So, Martha, these are the first grapes from this year. They are dark grapes, as you like red wine, yeah? Not white grapes. But first, I must wash your feet. So please take a seat. Wenn man Wein treten macht, dann muss man natürlich sich erstmal die Füße waschen. Ich habe auch dazu eine geruchslose Seife mitgebracht und zwei Handtücher und habe ihr dann die Füße gewaschen. Also wenn der Papst im Gefängnis die Füße von Gefangenen waschen kann, dann kann der Walter wohl die Füße von so einer attraktiven Frau wie der Martha waschen. Und der Walter legt sich dabei mächtig ins Zeug. Ich habe natürlich gleich ein bisschen Fußmassage dazu gemacht, sodass sich gleich sehr angenehm gefühlt hat und gewusst hat, ach, der Walter ist aber im zärtlichen Bereich auch ein ganz guter Liebhaber, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Auch jemand, der Einfühlungsvermögen und Sensibilität hat, ja. Und das hat ihr ganz gut getan, ja. You did not know this tradition? No. No? You do, you're my dream. Wo wir beide in diesen Weinbottich gestiegen sind, habe ich gemerkt, dass die zarte Martha schon ganz schön fest zugreifen kann. Dieser feste Druck, der kam aus der Tiefe heraus. Ja, das war nicht so wie ein Hilfegriff, wo man ganz fest zugreift, sondern der kam aus der Tiefe heraus. Ja, und sie hat sich gerne an mir festgehalten. Und das hat uns beide natürlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben und hat uns zusammengeschweißt. Wow. Wow. And I feel like it's getting a soup. Yeah. A good wine soup. Yes. It's a very strange experience, but yes. Because it's the first time in my life that I do this. And you? In my life. Oh. Wow. Und offensichtlich ist es eine ziemlich romantische erste Erfahrung. Zumindest für Walter. Ihre Nasenspitze, die war so ungefähr so weit von mir entfernt. Und ich habe gemerkt, dass sie eine Aura hat, dass diese Aura strahlt. Und das war eben die sanfte Aura eines Engels, ja? So ganz leichte Wellen. Ja? Und es hat mir sehr gut getan und sie ist dieser Nähe auch nicht ausgewichen. Es war ein schönes Gefühl, auch wenn ich ein bisschen gerutscht bin und Angst hatte hinzufallen. Aber es war eine angenehme Erfahrung, ein schönes Gefühl.
Martha scheint Walters Nähe also durchaus zu genießen. Der 55-Jährige schwebt auf Wolke 7. Would you like to finish? Yes. So please. Falling in love with you. Das Stampfen hat sich sehr angenehm angefühlt. Und zwar kriegt man das Gefühl, wir beide kreieren hier etwas. Wir produzieren etwas. Wir bauen etwas auf. Denn der Wein entwickelt sich ja. Und wir sind an dieser Entwicklung beteiligt und beeinflussen diese Entwicklung. Das war der tiefere Hintergrund von diesem Weinstampfen. Martha, vielen Dank. Es war ein sehr schönes Erlebnis. Did you like it too? Yes. Cheers. Cheers. Thank you to share this experience with me. It was wonderful. It was wonderful. Salute. Salute. Surely to the sea. And what are your feelings about this evening? It was very interesting. Yeah? And nice. Mm-hmm. And you are kind and Gentleman. Thank you very much. Ich bin schon verliebt in die Martha. Dieses kleine Pflänzchen, die Weintraube von Walter, die es hat sofort zu blühen angefangen und die wird sich bei der Martha vielleicht sehr schnell und sehr stark entwickeln. It's very nice to talk to you. Give me a kiss. Thank you. You're very, very charming, very beautiful. Very warm-hearted.